Ich treffe jetzt die Filmemacher vom Kurzfilm Ja und die sind ganz schön aktionistisch. Euer Film handelt von Menschen, die protestieren. Warum interessiert ihr euch dafür? Identifiziert ihr euch mit diesen Menschen? Ja, wir identifizieren uns mit ihnen. Mehr noch, wir sind selber Teil einer Protestbewegung. Und das ist auch die Intention unseres Filmes. Wir wollen, dass die Leute aus dem Kino gehen und sich über ihre eigene Situation Gedanken machen. Ihr habt einige Stencils von eurem Logo am Potsdamer Platz gemacht. Für welche Bewegung steht euer Ja? Wir wollen etwas verändern. Wir sind gegen den Polizeistaat und vor allem gegen die Macht der Märkte, die unsere Demokratie unterdrücken. Und deshalb ist es toll, dass wir auf einem politischen Filmfestival wie der Berlinale zeigen dürfen, dass es Zeit wird, endlich in Aktion zu treten. Als ich den Film gesehen habe, dachte ich, die Regisseure müssen verrückt sein. Gerade die Szene am Ende, wo zwei Demonstranten sich spontan finden und herummachen. Al final hay esa mujer que encuentra el hombre y bailan por la ciudad. Es una película sobre acciones. Es una película de acción. Nosotros no. Naja, im Film geht es halt um Aktion und Bewegung und da können schon mal ganz schön konfuse Szenen rauskommen, gerade wenn Gefühle wie Liebe und Hass im Spiel sind. Ich habe noch eine Überraschung für euch. Okay.